Moin zusammen und willkommen zu Einmal Drums mit Alles Bitte. Mein heutiger Gast ist Klaus Hessler. Mit diesem Namen sind für die meisten Drummer sicherlich Schlagwörter wie Technik und im Speziellen Möller-Technik, Rudimental Drumming, Open-Handed Playing und virtuoses, ostinato-orientiertes Spiel verbunden. Und das natürlich völlig zu Recht. Da Klaus international als der legitime Nachfolger seines Mentors Jim Chapin anerkannt ist, mit seinem Buch Camp Duty Update ein Lehrwerk über die historischen Aspekte des Schlagzeugspiels und die Geschichte der Rudiments herausgebracht und mittlerweile zwei Bücher zum Thema Open-Handed Playing veröffentlicht hat. Abgesehen davon ist er als Educator und Performer auf Drummer-Veranstaltungen jeder Art und als Autor weltweit ein gern gesehener Gast. Was dabei vielleicht manchmal übersehen wird, ist, dass er aber auch als Künstler schon mit Größen wie Mike Stern, Randy Brecker, Albert Mangelsdorf, Bob Minzer und Klaus Doldinger gearbeitet hat. Persönlich habe ich Klaus bisher nur einmal kurz auf den letzten Teacher-Tagen von Percussion Kreativ kennengelernt, zu denen er mich, sehr zu meiner Freude, eingeladen hatte. Percussion Kreativ ist im Übrigen die größte Community für Schlagzeuger und Percussionisten Europas, deren Präsident er, by the way, seit 2015 ist. Also, ich denke, damit haben wir jetzt genügend Gesprächsstoff und freue mich auf die kommende Unterhaltung mit Klaus Hessler. Moin, Klaus. Yeah, moin. Moinsen. Beziehungsweise guten Abend. Genau, guten in Abend. Unserem Fall. Guten Tag, guten Abend. Guten Abend. Ich habe ja jetzt so ein klein bisschen so die Hard Facts mal genannt, was mich aber immer auch interessiert, ob du vielleicht so ein kleines Intro über dich selbst ergänzen könntest. Das können wir vielleicht relativ kurz halten, aber so wie du angefangen hast, Schlagzeug zu spielen und wie sich so die ersten Schritte ergeben haben, bis wir dann ins Detail gehen. Ja, also im Grunde genommen ist es wahrscheinlich nicht so viel anders, wie es bei der Mehrheit von unseren Schwestern und Brüdern gelaufen ist. Man ist fasziniert von dem Instrument und ich habe relativ früh angefangen, so zwischen 4 und 5 und um den Dreh rum. Das ist so zumindest, was berichtet wird, so in den einschlägigen Medien. Und ja, es gab ein Schlagzeug bei uns zu Hause, weil mein Taufpate, der hatte ein Schlagzeug. Das war zwar mehr oder weniger so eingemottet, aber das war quasi mein Lieblingsspielzeug, wenn man so will. Und auf dem Weg ist dann quasi so eins zum anderen gekommen. Und an einem bestimmten Punkt war klar, dass ich gern gut Schlagzeug spielen möchte. Und unter welchen Rahmenbedingungen auch immer und idealerweise vielleicht am Ende des Tages damit einen Lebensunterhalt bestreiten. Das war so, ich glaube, meine erste signifikante Zielsetzung mit dem Einstieg so ins Profilager. Ich wollte mich mit Schlagzeugspielen finanzieren können. Und dafür hätte ich alles getan. Habe ich teilweise auch. Und ja. Kannst du ungefähr sagen, wann das so war? Wann für dich der Punkt kam, wo du gesagt hast, das könnte ja eine Option sein, damit später mal sein Geld zu verdienen? Ja, also das im Grunde genommen ging das eigentlich so los zu der Zeit, als ich Zivildienst gemacht habe. Also für diejenigen unter den Zuhörern, die das noch kennen, nicht mehr so wissen. Also man musste praktisch dann eine bestimmte Zeit seine Seele der Bundesrepublik verkaufen und so einen Vertrag mit Blut unterschreiben und all sowas. Und dann habe ich Zivildienst gemacht beim Roten Kreuz und parallel dazu aber bei einem ehemaligen Lehrer von mir, der mich eigentlich sehr beeinflusst hat, auf verschiedenerlei Ebene angefangen, in dessen frisch gegründete private Schlagzeug-Musikschule Unterricht zu geben. Und es war am Anfang vom Zivildienst irgendwie so freitags nachmittags so 2-3 Stündchen. Und gegen Ende vom Zivildienst oder gegen Mitte, Ende wurde das irgendwie relativ schnell dann immer mehr. Und irgendwie habe ich gemerkt, könnte funktionieren. Und dann habe ich meinen Job gekündigt. Also ich hatte vorher eine Ausbildung, also ich habe was Ordentliches gelernt. Richtiges. Was Richtiges gelernt und habe mir gedacht, könnte funktionieren. Ich kehre einfach nicht in meinen Job zurück, sondern kündige jetzt einfach und damit war ich Profi. Also im Prinzip auch da schon so das erste feste Standbein war Unterrichten. Das war sehr früh eine wichtige Sache für mich, ja. Mhm. Also ich habe schon erwähnt, also ich wäre bereit gewesen, alles zu tun, um
um einen Lebensunterhalt mit Schlagzeugspielen zu verdienen. Und da hat sich Unterrichten als eine der ersten Möglichkeiten geboten, in einem eigentlich auch für damalige Verhältnisse sehr professionellen Rahmen. Und da war das eine der Gelegenheiten, die ich ergriffen habe. Ja. Und hast du in der Zeit auch schon mit Bandspiel, mit Bandarbeit in irgendeiner Form auch Geld verdient? Ja, ja. Also das geht eigentlich noch viel, viel weiter zurück. Also im Prinzip so, also Geld verdienen, also das jetzt einigermaßen nennenswert gewesen wäre oder wo schon der Gedanke eine Rolle gespielt hat an den schnöden Mammon, das ging so etwa los mit 15, 16, wo ich, also ich sag mal, in so Tanzmusikformaten, also von Duo, Trio, also alles Mögliche irgendwie, ne? Fasching, jetzt ist Faschings, nee, Quatsch, heute ist Aschermittwoch, ne? Um Gottes Willen. Scheiße, ja. Also wenn du dann so ein Faschingswochenendes Ende irgendwie durchgespielt hattest von Freitag, Samstag, Sonntag, manchmal zweimal spielen, weil da war ja mittags dann noch der Kinderfasching und abends noch das Ding und dann Montag und dann Dienstag, dann hattest du irgendwie so 1500 Mark oder sowas als 16-Jähriger, da wären natürlich andere gestorben dafür. Ne? Mhm. Ich habe es auch einfach nur so gemacht, weil es mir irre Spaß gemacht hat irgendwie. Ne? Aber das Geld war natürlich auch geil. Ne? Okay, verstehe. Also haben wir Bandarbeit, wir haben das Unterrichten, wir haben deinen Entschluss ungefähr zur Zivildienstzeit, das Ganze auf professionelle Beine zu stellen oder es damit zu versuchen, um es mal so zu sagen. Und wie ging es dann für dich weiter? Also ich habe ja eben schon erwähnt, dass du natürlich so deine Mentor auch bekannt dafür bist, dass deine Mentoren Jim Chapin, Dom Famularo, wenn ich da jetzt nichts Falsches sage, kann man ja so bezeichnen, glaube ich. Ja. Irgendwann kam ja für dich wahrscheinlich so ein bisschen diese Spezialisierung oder dieses spezielle Interesse auch für diese ganze Thematik, die damit zusammenhängt. Mhm. Kannst du da sagen, wie das kam? Weil das war ja, ich sag mal, als Jugendlicher wahrscheinlich erstmal nicht so, als jugendlicher Drummer ist das ja selten ein Steckenpferd zu sagen, da will ich hin, also in so eine spezielle Richtung auch. Also wenn mich damals jemand gefragt hätte, wo ich da hin will, also ganz ehrlich, ich hätte nicht gewusst, durch welche Tür dass das Ganze irgendwie gehen soll. Ich war schon immer eigentlich musikalisch mit, also relativ breit irgendwie aufgestellt, im Sinne von, mir hat irgendwie so alles Mögliche gefallen. Also ich war da jetzt kaum auf eine besondere Stilistik oder ein besonderes Genre irgendwie eingeschossen, außer einem teilweise so leicht obsessiven Ding für alles, was mit Rush und Neil Peart zu tun hatte. Mhm. Also obwohl man das jetzt vielleicht heute nicht mehr so in meinem Spiel hört, irgendwie war ich ein großer, großer Rush-Fan und bin im Grunde eigentlich immer noch, so die späteren Sachen, da bin ich nicht mehr so an den Haken gegangen, aber das war ein großer Einfluss und eine große Inspiration. Das hat mich schon interessiert, ansonsten war ich sehr, sehr vielfältig aufgestellt. Also da war das stilistisch jetzt eher ein ziemlich breites Spektrum. Ansonsten, oh, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte ein bisschen darauf hinaus, wie es dann zu deiner Affinität, zu dieser, gesagt, Technikgeschichte kam oder ob du dir gezielt diese Mentoren auch gesucht hast oder bist du da durch einen Zufall dran gekommen und dadurch hat es dich gekriegt oder so? Nee, das war eigentlich schon eher Zufall, muss ich sagen. Also, dass ich bei Jim gelandet bin, war im Grunde ein großer Zufall und vielleicht einer der glücklichsten Zufälle überhaupt, würde ich so sagen. Das war echt blanker Zufall. Und dann auch die Connection mit Dom kam so ein bisschen in dem Kielwasser, weil Jim und Dom natürlich ein sehr, sehr enges und freundschaftliches, schrägstrich väterliches Verhältnis so annähernd hatten. Also das hatte schon eine ganz besondere Qualität. Und dann hat man sich natürlich auch an diesen beiden Leuten, weil es so ein beiderseitiges Vertrauensverhältnis gegeben hatte, in besonderer Weise orientiert. Also das waren beides für mich große,
wie sagt man, Role Models irgendwie, wie sagt man das auf Deutsch? Vorbilder. Vorbilder, Dings, genau. Die großen Einfluss auf das gehabt haben, was ich dann irgendwie auch später so angefangen habe. Und dann merkt man, ey, der Chapin irgendwie, der weiß schon irgendwie ziemlich genau, was er da tut. Verflucht irgendwie, ne? Und das will ich irgendwie auch, ne? Also das war eigentlich so ein relativ simples Imitationsverhalten. Und auf der Ebene hat man natürlich auch sich viele Dinge zu eigen gemacht. Und das war so ein Vormachen-Nachmachen-Ding. Und wenn du fasziniert bist von deinen Lehrern, dann willst du da irgendwie hinterher. Und du, ja, das war eigentlich schon die Mechanik. Mhm. Und dann ist es ja über das, die rein technischen Spielaspekte bei dir auch so ein Ding, dass du sehr viel Wissen über die Geschichte dahinter hast. Also jetzt nicht nur die reine Ausübung und das Vermitteln, sondern auch über die Geschichte dahinter. War das auch immer schon dein eigenes Interesse oder kam das inspiriert dadurch auch? Das kam auch inspiriert dadurch. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich schon immer so ein gewisses Faible für Geschichte und solche Themen irgendwie gehabt habe. Also das war von jeher ein Ding, auch schon als Kind hat mich das fasziniert irgendwie. Ne? Also alles, was so in diesem Mythologie und Ägypter, Wikinger und irgendwie den ganzen Schmonz irgendwie, ne, das fand ich schon immer also höllisch interessant. Und Jim war jetzt halt auch so ein Typ, den konntest du halt einfach alles fragen. Also der wusste einfach alles. Und am Anfang habe ich so gedacht, der weiß einfach nur viel über Schlagzeug. Und dann habe ich irgendwie so gecheckt, Scheiße, der weiß einfach alles. Also wenn du den gefragt hast, wie war denn die Tagesordnung bei den beim, keine Ahnung, beim UNO-Gipfel 1958 in Reykjavik. Das wusste der. Irgend so ein, also alles Mögliche. Der wusste aber dann auch, welche Boxer hat, keine Ahnung, mit so und so viel K.O.s, nach so und so viel Kämpfen irgendwie im Alter von so und so irgendwas gemacht irgendwie, sich eine nasse Frikadelle ans Knie geschraubt. Das wusste der auch. Also das war echt verrückt. Und genauso wusste Jim natürlich auch über die Quelle Mole viel über die Trommelei und über die Geschichte dahinter und hatte eben auch, ich sag mal, schon von frühester Jugend an so ein schon auch so ein kindliches Interesse an Geschichte irgendwie, ne? Und da haben sich natürlich wie sagt man, da haben sich dann so zwei gefunden, ne? wie man so schön sagt, und dann ist das Streichels und Benzinkanister halt, ne? Und woher beziehst du diese Informationen? Also du bist ja teilweise wirklich sehr detailliert informiert und das sind ja nicht so, sage ich mal, die offenkundigsten Infos, die so im World Wide Web zu finden sind unbedingt. Ja. Das erfordert ja wahrscheinlich Recherche und viel Zeit und Interesse. Das erfordert Recherche, ne? Und manche Quellen tun sich dann so im Lauf der Zeit auf, ohne dass man jetzt gezielt nach einer Information gesucht hat und ohne dass man schon gleich den Gedanken hat, ah, das verwerte ich jetzt in einem Buch irgendwie, ne? Also genau, darauf zielt die Frage so ein bisschen, ob du das dann nur gezielt für ein Buch recherchierst, wahrscheinlich eher nicht. Nicht so sehr. Also vieles von dem, was jetzt zum Beispiel in Camp Duty Update zu lesen ist, war als Information schon sehr viel früher präsent. Ich habe das dann aus reinem Interesse gesammelt irgendwie und hatte ganz lange aber überhaupt nicht die Idee, da irgendwie ein Buch zu dem Thema zu veröffentlichen. Das ist dann erst so allmählich Schritt für Schritt irgendwie so gereift, ne? Und mir fliegen immer noch so Sachen zu irgendwie, ne? Also ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit so ein Antiquariatsbestand irgendwie gefunden von der Zeitschrift, die heißt oder hieß The Instrumentalist. Und da war ein Fall, bin ich vorhin wieder so drüber gestolpert, wo da schreibt ein Autor über ein Ereignis, das seinem Vater passiert ist, der mit 19 auf einer Veranstaltung, wo also auch Veteranen aus dem Bürgerkrieg irgendwie so Reenactment-Zeug gemacht haben, sein Vater war dort als 19-Jähriger
und hat irgendwie gesehen, wie einer von den Veteranen irgendwie umfällt und keine Ahnung, Kollaps, irgendwas, Schlaganfall, könnte alles Mögliche sein. Und dann hat er den Surgeon's Call gespielt, also den Ruf nach dem Arzt, nach dem Feldarzt. Und tatsächlich hat's, er schreibt, glaube ich, was irgendwas eine halbe Minute gedauert. Und dann waren drei Ärzte da, weil die 1892, also fast 30 Jahre nachdem der Bürgerkrieg aus war, noch das Signal Surgeon's Call kannten und die wussten genau, was los war. Die wussten, es ist ein Arzt gesucht, weil irgendwas passiert ist. Und das finde ich Hammer. Und jetzt spielt jemand dann ein Stück aus dem Camp Duty von damals, diesen Surgeon's Call, und auf einmal kommen drei Ärzte irgendwie. Finde ich unfassbar. Ja, Wahnsinn. Nochmal kurz zurück auf die technischen Aspekte und zu deiner Beziehung zu Jim Chapin und Dom. Wie siehst du das? Hast du das selber schnell gelernt und umsetzen können? Also diese Aspekte der Technik. Und glaubst du, dass es für sowas eine Art Veranlagung gibt? Also lernen das bestimmte Leute schneller als andere? Und ich sag mal jetzt ganz platt, ist dem einen oder anderen einfach nicht zu helfen? Also weil er einfach vielleicht einfach motorisch nicht so die Fähigkeiten hat, wie jemand anders das hat? Also um ein bestimmtes Level in diesem Bereich zu erreichen? Also ich würde mich ungern auf das Niveau begeben, zu sagen, dass das prinzipiell Spieltechnik oder Molartechnik im Besonderen ein Ding ist für die Auserwählten, die es von selbst checken und der Rest lernt es nie irgendwie. Ne? Also so weit würde ich jetzt wahrscheinlich... Ja, so habe ich es nicht gemeint. Ne? Ja, ne? Ja, weiß ich. Ne? Es ist schon so, dass es, und das wirst du sicher bestätigen können, es gibt Menschen, die mit einem besonderen Bewegungstalent bei dir aufschlagen. Und dieses Bewegungstalent kann unterschiedlicher Natur sein. Das kann so sein, dass man gut ist im Bewegungen nachahmen und im Reflektieren dessen, was da passiert. Es gibt auch Bewegungstalent, das sich in der Befähigung einfach für schnelle Bewegungen äußert, für schnelle Reflexe. Und das ist was, das nicht jeder hat. Es gibt Leute, die fangen sofort auf einem Level an, da muss ein anderer irgendwie 10 Jahre üben, bevor er dort ist irgendwie. Ne? Mhm. Das hat nichts mit guter oder schlechter Technik zu tun, sondern ich glaube, das hat was mit Veranlagung zu tun und es hat auch was mit Evaluation und Selbstreflexion zu tun. Was mache ich da überhaupt und wieso und wer seid das ihr? Ne? Hat Helge Schneidermann gesagt, glaube ich. Mhm. Das ist, glaube ich, schon so. Und für meine Person muss ich sagen, mir ist es einigermaßen leicht gefallen. Also war zumindest mal ein Spruch, den Jim so gemacht hat. Natürlich muss man trotzdem dann an bestimmten Ecken und Kanten so den Feinschliff irgendwie drauf machen und gucken, Achtung, hier, da ist ein Zombie vergraben und da muss man aufpassen, dass das nicht passiert und hier, Achtung, irgendwie, ne? Aber es gibt dann Dinge, die schon ein Stück weit eigentlich einigermaßen selbsttätig so gekommen sind und es war dann irgendwie so ein gewisses Feintuning und natürlich eine Beschäftigung damit und dann ging das schon, aber ja. Okay, und hast du das für dich selber auch bewusst wahrgenommen dann, also unabhängig davon, dass Jim dir das vielleicht mal gesagt hat, also dass du merkst so, okay, das ist was, das fällt mir eher leicht und da kann ich so sehr ins Detail gehen und das mache ich jetzt und hast du dann irgendwann auch diesen Punkt gemerkt, dass eben ein Jim Chapin das auch in dir sieht, also dieses den Nachfolgermodell, um es jetzt mal so zu formulieren? Also lass mich mal so sagen, ich glaube, ich habe schon gemerkt, dass mir das einigermaßen leicht fällt. Ich habe mich allerdings, glaube ich, zu allen Zeiten bemüht und tue das nach Möglichkeit heute noch ganz genauso, dass ich zusehe, dass ich mit den Füßen auf dem Boden bleibe. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, gerade als ich so angefangen habe zu unterrichten, dass ich so ein bisschen unter der fixen Idee gelitten habe, was ist denn jetzt, wenn da einer reinkommt, der viel, viel besser spielt als ich? Und ich stehe dann da wie der Blödmann und weiß nicht, was ich da tun soll. Ja, ich weiß nicht, vielleicht jemand, der das jetzt hört, denkt, oh, ganz genau so ist mir es auch gegangen irgendwie. Ne? Und dann irgendwann merkst du, okay, die Dinge fangen an, sich zu sortieren und so schlecht oder
oder so rudimentär machst du das wohl doch nicht. Scheinbar machst du das ganz gut. Und dann fängt man an, so seine eigene Position und sein Ranking, nenne ich es jetzt mal so, irgendwie ein bisschen einzusortieren. So ging's mir eigentlich. Okay. Dann finde ich noch ein Zitat, das habe ich selber mal gehört und finde das super und benutze das gerne und würde mich jetzt mal interessieren, was du dazu denkst. Vielleicht weißt du ja sogar, woher es kommt. Ich persönlich habe es, mir hat Wolf Simon erzählt, mein Dozent damals im Studium. Und er sagte, eins seiner Lieblingszitate ist, Technik ist das Fahrzeug der Gefühle. Ist das Fahrzeug der Gefühle. Ist von, also mir wurde so überliefert, unter Vorbehalt also, von Omar Hakim wohl, der gesagt hat, Technik ist das Fahrzeug der Gefühle. Mhm. Was ist dein erster Gedanke dazu? Du siehst mich so ein bisschen schwanken. Also da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Ich müsste, glaube ich, deswegen länger drüber nachdenken, weil ich schon zu viele, also musikalisch gute Trommler gesehen habe oder sehr gute musikalische Trommler gesehen habe, die völlig grottige Technik hatten. Und ohne dass ich jetzt die Gefühle der Leute irgendwie in Zweifel ziehen will, würde ich sagen, es passiert gar nicht so selten, dass Leute, also dass ihr technisches Fahrzeug irgendwie hinten und vorne eigentlich mal ein TÜV mehr hat. Ein TÜV müsste irgendwie, ne? Und trotzdem schaffen die es, tolle Musik zu machen mit ihrem Instrument. Genauso wie das umgekehrte Modell auch der Fall sein kann. Ne? Du findest auch immer mal wieder Leute mit also mustergültiger Technik, die dir aber musikalisch jetzt vielleicht nicht so viel sagen. Das heißt jetzt nicht, ich will da jetzt gar nicht wertend irgendwie drauf gehen, von wegen, dass es dann schlecht ist oder irgendwas Inferiores irgendwie hat, das meine ich damit nicht. Aber es gibt viel zu viele Beispiele von Leuten mit toller Technik, die musikalisch jetzt eher farblos erscheinen und umgekehrt. Deswegen aus dem Grund siehst du mich gerade so ein bisschen zucken. Okay. Ja, ich finde es halt ein interessantes Zitat, deswegen habe ich gedacht, in diesem Fall wollte ich dir das mal unterbreiten. Das Zitat ist absolut interessant. Also ich eigentlich muss man sich dann mit jemandem unterhalten, der das Zitat liefert und muss sich das von dem erklären lassen. Und dann kann ich vielleicht auch sagen, ah ja, also wenn du es mir so erklärst, dann verstehe ich es. Du kannst ja Omar Hakim vielleicht mal anrufen, wenn du eine Minute Zeit hast. Okay. Und dann lässt du mich wissen, was er dazu gesagt hat. Genau, ich sag Bescheid, wenn ich es weiß. Ja, super. Okay. Mal zu deiner Tätigkeit als Educator. Ich habe ja auch schon gesagt, dass du dafür auch wirklich maßgeblich auch bekannt bist. Und man kann das ja schon so auch als Steckenpferd und von dir bezeichnen. Jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wie deine Ausbildung selber war. Und jetzt würden mich so ein paar Sachen interessieren. Also was macht deiner Meinung nach einen guten Lehrer aus? Abgesehen davon, dass er natürlich das Handwerk selber beherrscht. Aber was sind noch so Fähigkeiten, die ein guter Lehrer deiner Meinung nach haben sollte? Und woran arbeitest du vielleicht für dich selber auch kontinuierlich? Da gibt's da kann man natürlich ganz viele zu sagen, ne? Also ich werf dir jetzt mal so ein paar Dinge an den Kopf, also nicht mit dem also nicht unbedingt gleich mit einem Ranking, sondern was mir jetzt so als erstes einfällt. Vielleicht ist das auch die Hackordnung, dann da müssen wir ja gleich drüber reden. Ich finde, ein guter Lehrer muss die Fähigkeit haben, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zu seinem Schüler, und zwar möglichst unmittelbar und möglichst nonverbal. Und zwar ein Vertrauensverhältnis, das sowohl auf der fachlichen Ebene funktioniert, als auch auf der rein menschlichen Ebene, die mit dem Instrument überhaupt nichts zu tun hat. Das bedeutet so viel wie, mein Schüler muss irgendwie idealerweise den Eindruck haben, okay, da ist jemand, der weiß einfach viel über Musik und über Schlagzeug, und das brauche ich, weil dessen Wissensquelle zapfe ich an und ich vertraue dieser Information.
Es scheint mir stimmig zu sein. Punkt. Das andere ist, das Gefühl zu haben, das ist ein angenehmer Mensch, mit dem unterhalte ich mich gern über das, was ich gern am liebsten auch gut machen würde. Und wenn es dieses menschliche, diese soziale, zwischenmenschliche Vertrauensebene gibt, dann verankern sich Sachen meistens noch besser. Also das finde ich einen Punkt mit großer Wichtigkeit in so einem Schüler-Lehrer-Verhältnis. Das hat eine besondere Qualität und es ist auch geprägt von einer besonderen Verantwortung, die beide haben, der Lehrer gegenüber dem Schüler, aber auch der Schüler gegenüber dem Lehrer. Das heißt, ich als Lehrer bin nur so der Assistent. Der Schüler muss die Arbeit machen und ich zeige dem alles, was da relevant ist in dem Zusammenhang. Aber der Schüler muss selbst den Berg hoch. Ich kann mitgehen, ich kann auch bis ganz hoch mitgehen. Ich kann den auch nur ab der Wegkreuzung dann weiterschicken irgendwie, ne? Aber die Arbeit muss er selber machen und ich bin nicht verantwortlich, wenn der Schüler selbst auf dieser Reise vielleicht nicht da ankommt, wo er gern angekommen wäre. Ich habe den Weg gewiesen und ich bin so weit mitgegangen, wie ich mitgehen soll oder will oder kann vielleicht auch. Der Rest ist das, was der Schüler macht. Das ist, glaube ich, wichtig, so dieses Verantwortlichkeitsdinge regeln irgendwie. Kommunizierst du das auch unter Umständen mal, wenn du das Gefühl hast, vielleicht willst du irgendwie einen anderen Weg gehen oder Es kommt vor, dass ich das kommuniziert habe. Nicht in wahnsinnig vielen Fällen, aber ich kann mich an Gelegenheiten erinnern, wo ich das getan habe. Das ist ja auch eine Verantwortung, die man hat im Prinzip. Also das ist dann ja auch nicht als Vorwurf gemeint, nur wenn man erkennt, irgendwie scheinen unsere Wege nicht in die gleiche Richtung zeigen zu wollen, dass man dann freundschaftlich sagt. Ja, also wir können uns möglicherweise nur darauf einigen, dass wir uns nicht einigen können und sollten in Anstand und Würde jetzt hier vielleicht einfach einen Schnitt machen. Ich muss zugeben, das ist nicht sehr oft passiert im Verlauf so meiner Unterrichtstätigkeit, aber ich kann mich möglicherweise an 2-3 Situationen erinnern, wo das der Fall war. Und dann muss man einfach sagen, du, das scheint mit uns nicht zu funktionieren, lass uns das bleiben lassen und das wirst du vielleicht auch wieder selber wissen. Manchmal hast du auch einfach eben Kundschaft, die kommt nicht zu dir, um die Hosen runterzulassen, um zu sagen, ich möchte jetzt das und das von dir lernen, sondern es gibt manchmal auch Kundschaft, die möchte eigentlich nur eine Bestätigung für das, was sie sowieso schon macht. Und ich frage mich dann, wo komme ich jetzt hier ins Spiel, wenn du unser Verhältnis ist gerade irgendwie so von Substanz befreit. Wir irgendwie müssen wir gucken, wo du hin willst. Mhm. Okay, ja, interessant. Und wo kommt deine Motivation her, dich als Lehrer auch immer noch weiterzuentwickeln, weil du ja unheimlich viele Sachen machst, also von deinen eigentlichen Veröffentlichungen mal abgesehen, viele Dozententätigkeiten, Workshops weltweit, als Autor in internationalen Magazinen gefragt. Und da steckt ja sicherlich erstens viel Arbeit hinter und auch ja eine intrinsische Motivation, irgendwie Sachen noch besser vermitteln zu können. Also du hast ja letztens auch bei Facebook so eine kleine Serie gemacht, um mit so ein paar Mysterien mal aufzuräumen und so. Das fand ich sehr interessant. Okay. Da steckt ja auch deine eigene Motivation hinter, zu sagen, du möchtest eben bestimmte Sachen vermittelt wissen. Ja, also das ist natürlich ein Stück weit ein Antrieb, der auch über meine Lehrer gekommen ist. Völlig klar, ne? Denen es wichtig war oder wichtig ist, dass bestimmte Dinge im richtigen Licht dargestellt werden. Und da liegt mir irgendwie auch dran und da muss ich irgendwie auch ab und an, obwohl ich mich jetzt da nicht unbedingt vordrängel, aber da muss ich ab und an so ein bisschen die Klappe aufmachen. Weil, ich sag mal, aus dem Informationsnotstand, mit dem ich noch an dem Instrument groß geworden bin, ist mittlerweile eine exponentiell explodierende Informationsflut geworden irgendwie, ne? Was auf der einen Seite gut ist, was auf der anderen Seite irgendwie auch
komisch ist, weil in diesen ganzen, ich sag mal, Myriaden von Informationen, die verfügbar sind, ist natürlich auch ganz schön viel Schmodder dabei. Und manchmal ist auch echt richtiger Mist dabei. Und manchmal folgt das Ganze so der Mechanik des Kaisers neue Kleider, ne? Irgendwie, wenn einfach nur genügend Leute mal gesagt haben, ja, ey, richtig geil, was der Typ da erzählt. Und dann kommen die Leute, die eigentlich gezweifelt hätten, nicht mehr so auf die Idee zu sagen, jetzt echt, das findest du geil? Ehrlich, kann ich überhaupt nicht verstehen irgendwie, ne? Also, warum? Und gar nicht so wenige warten dann manchmal, bis man selbst dann, also bis ich dann vielleicht mal sage, nee, was du da jetzt erklärst, das ist zwar irgendwie, du spielst toll Schlagzeug irgendwie, ne, und das ist alles super, ne, aber mit Molartechnik hat es nichts zu tun, ne, also das heißt jetzt keine musikalische Abwertung, aber wenn jemand irgendwie Molartechnik verkauft, dann muss auch Molartechnik drin sein, oder es war jetzt nur ein Platzhalter für was auch immer, ne, ich hätte jetzt irgendeine Begrifflichkeit nennen können. Und da halte ich auch nicht immer die Klappe. Manchmal schon irgendwie, manchmal geht's auch an mir vorbei und ich krieg's überhaupt nicht mit, dann ist mir es auch recht. Okay, du hast jetzt schon super die Brücke geschlagen zu einer Sache, die ich eh hätte thematisieren wollen. YouTube und Co. oder soziale Medien und Co. Fluch oder Segen? Also aus der Sicht eines Dozenten, Educators, wie du es bist, hat sich da so das Lernverhalten deiner Studenten, Workshop-Klinik-Teilnehmer irgendwie verändert durch diese neuen Möglichkeiten? Oder also dass es das getan hat, ist, glaube ich, klar. Aber wie stehst du dazu? Ist es für dich dieses soziale Mediending eher Fluch oder Segen, was die Menge an Informationen angeht und so weiter? Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Man kann nur sagen, es ist halt da. Ein Segen ist es für die Leute, die wissen, wie sie mit dem Milchbrötchen zwischen den Ohren umgehen müssen. Für die ist es ein Segen, weil die werden den Mehrwert in einer richtigen Information, wie auch vielleicht den für sie resultierenden Mehrwert aus einer Falschinformation sehen können. Ja, es ist ein Fluch für die Leute, die einigermaßen unreflektiert oder mit zu wenig Nachhaken Informationen einfach inhalieren und sagen, ja, da hat doch der gesagt, das geht so und so. Boom, so ist es. Mhm. Und für die ist es ein Fluch. Möglicherweise wissen die Leute das in dem Moment noch nicht, dass es für sie ein Fluch ist. Ne? Aber vielleicht kriegen sie es noch raus. Das wäre ihm zu wünschen. Ja, genau. Also klar, es ist. Wir wissen alle, dass das nicht zurückzudrehen ist. Aber es ist ja halt. Es gibt ja den Unterschied. Muss ich mir Informationen zugänglich machen? Also früher gab es viel weniger. Oder sind sie im Mass da und ich jetzt halt die. Ja, die Anforderungen sind andere geworden, ne? Besser filtern zu können. Das ist wahrscheinlich das, was du ja auch bei deinen Studenten dann entweder mit auf den Weg gibst oder beobachtest. Ja, also. Ich feiere zum Beispiel innerlich ein Fest, wenn mir ein Schülerin, Studentin irgendwie sagt, du, ich habe das Video von Lulululu gesehen, wie geil war das, weil der hat dies und dieses jenes gemacht. Oder ich freue mich fast noch mehr, wenn sie sagen, ey, ich habe das Video von XY gesehen, was ein Kack. also nicht im Musiksinne, sondern vielleicht im Sinne von, wie ist irgendwas vermittelt oder erklärt oder dargelegt worden, wo ich dann merke, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht und hat eins und eins zusammengezählt und versucht, so eine Position zu finden. Und diese Positionen oder eine eigene Haltung zu Dingen zu entwickeln, das beginnt oftmals auch damit, dass man sich mal blöd stellt. Dass man einfach mal sagt, Moment mal, ich unterstelle mal, ich weiß überhaupt nichts und was ist eine Dampfmaschine? Ne? So auf die Art. Ne? Und manchmal kommt man damit unfassbar weit, wenn man sich nicht sofort irgendwie Meinungen Dritter, die vielleicht für einen selbst noch nicht so richtig safe und abgesichert sind, sich zu eigen macht und dann auf Basis von Dingen, die man selbst noch nicht so richtig gecheckt hat, versucht, den nächsten Schritt zu machen. Da weißt du nicht, auf was du stehst. Und das ist, glaube ich,
gefährlich. Mhm. Okay. Dann komme ich nochmal zurück auf eine These, würde ich es mal nennen, die ich aufgestellt habe, auch in meinem kleinen Intro über dich. Mhm. Du hast ja schon mit wirklich vielen namhaften Künstlern gespielt. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass das nicht so wahrgenommen wird. Also, dass du wirklich ja diesen Stempel, und das meine ich gar nicht negativ, ja. Ja. aber so dieses Educators und dieses Experten in diesen bestimmten Richtungen hast. Stört dich das manchmal so ein bisschen? Oder empfindest du das überhaupt so? Nö, stören tut mich das eigentlich nicht. Also ich nehme das wahr als eine Facette meiner, ich sag mal, Persönlichkeit als Kulturschaffende, nenn's mich, wenn ich mich mal so nennen will irgendwie. Ne? Mhm. Und da hat es unterschiedliche Phasen gegeben und manche Dinge haben eine bestimmte Eigendynamik entwickelt und dann entstehen, ja, ich sag mal so Sogwirkungen in deinem Lebenslauf. Auf einmal macht es so und Dinge rutschen dorthin, ohne dass du vielleicht unbedingt wolltest, dass sie dorthin kommen, aber dann wirst du dorthin gezogen, aus Gründen, die ja jetzt auch nicht unbedingt vom Tisch zu fegen sind. Also das heißt ja nur, du hast irgendwas gut gemacht und weil du es gut gemacht hast, führt der Weg dorthin. Ne? Vielleicht war es auch einfach so das berühmte Ding von zur richtigen Zeit am falschen Ort oder zur falschen Zeit am richtigen Ort irgendwie. Ist schwer zu sagen, aber ich nehme das nicht als Einschränkung oder mit einer Bitterkeit am Ende sogar war, das ist nicht der Fall. Ich erinnere mich da sehr, sehr gern dran irgendwie und da waren tolle Zeiten dabei. Die ganze Geschichte hat sich dann aber auch ein Stück weit so mit ja Familiengründung und so weiter irgendwie auch ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt und da muss man so diesen Ritt auf der Rasierklinge zwischen Sicherheit und Risikobereitschaft. Das ist was, das wohlerwogen sein will. Und den Spagat, meine ich, habe ich glaube, ganz gut hingekriegt. Also da bin ich gar nicht so unstolz drauf, wenn es das Wort gibt. Weiß ich jetzt nicht. Ich nehme es mal so hin und ich verstehe es. Ja, also. Wir gehen davon aus, dass der geneigte Zuhörer, dass dem das auch so geht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu ein paar meiner Kategorien. Oh. Und ich spiele dir mal einen kleinen Trailer ein, einen kleinen Moment. Na, wer hat's getrommelt? Jetzt bekommst du von mir so ein Minütchen, was um die Ohren. Und da bin ich mal gespannt, ob du sagen kannst, vielleicht weißt du es, oder du kannst es raushören, wer das getrommelt haben könnte. Mhm. Ja. Oh shit, was Vini oder Manu Katché? Vini. Also du siehst mich ein kleines bisschen schwanken, aber ich glaube, es war Vini oder Manu Katché. Also es ist auf der Platte Nothing Like the Sun. Jetzt muss ich den strengen Lehrer raushängen lassen und sagen, super. Leg dich auf eine Antwort fest. Dann sage ich Vini. Okay, Manu Katché. You win. War nur der zweite Versuch, aber meines Wissens nach ist es Manu Katché gewesen. Okay. Ja, ist lang her. Ja. Also ich weiß, dass die beiden auf dem Album gespielt haben, auf jeden Fall. Ja, ja und viele assoziieren natürlich auch Vinny sehr viel mit langjähriger Zusammenarbeit mit Sting. Ja. Manu Katché genauso, aber in dem Fall war es meines Wissens nach Manu Katché. Gut. Naja, man kann nicht immer gewinnen. Genau. Dann die kleine nächste Kategorie. Oh Gott, oh Gott. Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn du nur noch einen Song für den Rest deines Lebens hören könntest? Welcher wäre das? Den musst du nicht von morgens bis abends hören, aber wenn es nur noch, wenn dir nach Musik ist und du hättest nur noch einen Song, welchen würdest du dir aussuchen? Nur einen Song. Nur einen Song. Dann würde ich mir vielleicht aussuchen. Dann würde ich mir aussuchen Both Sides Now. Joni Mitchell. Okay. Das dauert immer ein bisschen länger, wenn ich die Frage stelle. Dann muss man schon mal drüber nachdenken, ne? Ob man damit wirklich den Rest seines Lebens leben könnte. Okay, halte ich fest und werde das in den Shownotes vermerken. Deine Auswahl. Okay, dann habe ich es in unserem kleinen Vorgespräch schon erwähnt, dass du heute mein Premierengast bist für eine neue Kategorie. Ich spiele dir mal den Jingle ein und wir gucken mal, ob dir der schon was sagt. Das ist mir was, ja. Warte mal, was war das? Genau. An was erinnert dich dieser Jingle? Das war dieses, wie hieß das? Jeopardy Dings Dongs. Exakt. Exakt. Wir spielen jetzt mal Jeopardy. Oh Gott, wie war das? Da bin ich ganz schlecht irgendwie. Oh Gott. Ich lese dir eine Antwort vor. Ja. Und du stellst die passende Frage dazu, idealerweise. Ach, so rum war das, ne? Okay, ja. Genau. Also, ein Drummer, der kein Ride-Becken benutzt und in einer Liste der vermögendsten Schlagzeuger der Welt auf Platz 3 kam. Circa 200 Millionen geschätztes Vermögen. Ob er wirklich gut trommelt, ist im Internet oft genug Diskussionsgrundlage. Mhm, genau. Und ich muss jetzt irgendwie Lars Ulrich in die Frage verpacken, ne? Also, oder so. Das muss ich sagen, wer ist Lars Ulrich, oder? Exakt. Ja. You win. Exakt. Okay. Die nächste Antwort. Ein Gegenstand, der stets parat sein sollte bei Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen. Die meisten besitzen viele davon. Wenn man ihn allerdings braucht, ist er unauffindbar. Was sind Besen? Echt? Was ist ein Stimmschlüssel? Oh, Aber ich muss gestehen, Besen wäre jetzt auch nicht die verkehrteste Frage gewesen dazu. Ja, aber da hat man nicht so viele davon. Ne? Das hätte ich bedenken sollen. Ja. Gut, dann habe ich noch eine Antwort für dich. Er ist bekannt als ein Torwart mit Helm, spielt aber auch Schlagzeug und sponserte Drumeo in ihren Anfangstagen. Genau. Ja, wer ist Petr Čech? Ja. You win. Weiß ich aber auch nur, weil ich die große Messingtafel bei Drumeo gesehen habe. Was macht denn mit dem hier irgendwie? Und dann sagt Dave, ja, das ist irgendwie so. Ja, ich habe es mal bei so einem Video, glaube ich, auch gesehen, bei so einer Studiotour von den Drumeo Studios. Und da wurde das erwähnt. Fand ich auch ganz spannend eigentlich. Ja. Also bist du nicht so fußballeraffin, dass du es jetzt über den Fußballer an sich rausgekriegt hättest? Also darüber hätte ich es jetzt nicht gewusst. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Antisportler, aber also ich gucke schon auch mal Fußball, aber das hält sich einigermaßen so ein bisschen in Grenzen. Also. Mhm. Okay, dann hast du die Premiere von Jeopardy, Drama Jeopardy, ganz gut überstanden. Siehst du mal. 2 von 3 ist doch eine gute Quote. Sehr gut. Okay, nächste kleine Kategorie. Willkommen zur Rubrik Hörerfragen. Und zwar habe ich ja im Vorfeld bei Instagram mal so eine kleine Umfrage gemacht. Wenn jemand eine Frage an Klaus Hässler hätte, was könnte das sein? Gerne auch nicht so drum-related. Und da habe ich mal ein bisschen was gesammelt. Und da gucken wir mal, dass wir die abgearbeitet kriegen. Der Kollege Dejan Hauch fragt, gibt es einen Gegenstand, bei dem du denkst, dass er lecker aussieht, obwohl man ihn nicht essen kann? Ja.
Okay, und? Den gibt's, das ist der sogenannte Stinky Tofu. Stinky Tofu? Genau, das ist ein fermentierter Tofu, also wenn du nur das Bild davon siehst, den kann man grillen irgendwie, sieht sehr lecker aus, ist auch so knusprig irgendwie, stinkt aber nach Tod und Verderben. Also sowas hast du noch nicht gerochen, Bo. Als ich das zum ersten Mal gerochen habe in, ich glaube, Taiwan, habe ich gesagt, ich muss auf der Stelle sterben. Okay, er ist aber eigentlich schon zum Essen gedacht, aber du findest, man kann ihn nicht essen. Unmöglich. Nein, unmöglich. Zumindest als Westeuropäer wahrscheinlich nicht. Nee, sogar die Chinesen halten sich die Nase zu, wenn sie den essen. Ah, okay. Stinky Tofu. Ja, interessant. Gut. Bandpapa fragt, wie lange lässt du deinen Kinnbart schon wachsen? Oh, Achtung, seit... Also ich habe ihn immer mal wieder abgeschnitten, aber ich glaube ungefähr seit jetzt 8 Jahren, kann das sein? Seit 8 Jahren ohne Zwischenschnitt, oder? Also seit 8 Jahren immer mal nur so ein Stück, vielleicht so 4-5 Zentimeter. Also wenn ich den nicht abgeschnitten, dann wäre mir jetzt wahrscheinlich schon so irgendwie, ne? Also, aber, ja. Mhm. Also ich müsste echt gucken, so 8 bis 10 Jahre, wenn es könnten sein. Mhm. Okay, und er bleibt dran. Du hast keine Pläne. Ich habe keine anderen Pläne derzeit. Nee, also ich kriege immer mal Ansuchen wieder aus dem Familienkreis, ob ich den jetzt nicht irgendwie doch mal abschneiden will. Und dann sage ich, ey, puh, der ist mir jetzt so ein bisschen ans Herz gewachsen. Irgendwie muss er jetzt bleiben. Oder ans Kinn gewachsen. Ja. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Die haben wir allerdings, glaube ich, schon so ein bisschen im Vorfeld hatten wir die schon, die Antwort mit drin. Paukenpaule fragt, hast du auch mal in Pop-Rock-Coverbands gespielt oder warst du immer schon World-Music-mäßig, Educator-mäßig unterwegs? Aber das hatten wir ja schon so ein bisschen thematisiert. Doch, also frag mich irgendwas. Ich habe musikalisch wahrscheinlich schon mal so ein bisschen alles gemacht, außer Punk und Metal. Alles andere, ja. Mhm. Ja, haben wir ja thematisiert, dass du ja sogar darüber den Einstieg auch ins Business gemacht hast, ne? Dass du damit die ersten Gagen verdient hast. Ja. Ja. Und Daniel 0908 fragt, was ist dein Lieblingsessen? Irgendwelche kulinarischen Fragen kommen immer. Mein Lieblingsessen? Ja. Also eins meiner Lieblingsessen ist tatsächlich Schüttelbrot mit Käse. Mhm. Schüttelbrot, mehr ja. als... Also, Osnabrücker hier sagt das jetzt nichts. Also Schüttelbrot ist so ein relativ hartes Brot, das du vor allen Dingen so in Norditalien, so in Südtirol findest. Ich backe das auch ab und zu selbst. Und wenn du da einfach dann so ein Stück gescheiten Käse dazu hast und vernünftigen Rotwein, dann würde ich dafür viele Dinge tun. Okay, sehr gut. Dann haben wir den kulinarischen Teil auch erledigt. Sehr gut. Sion, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Prochota, fragt, wo war Gondor, als die Westfront fiel? Die Westfold, nicht die Westfront. Die Westfront ist ein anderes Kapitel. Okay, wo war Gondor, als die Westfold fiel? Genau. Ich habe mich jetzt zwangsläufig als kein Experte in diesem Bereich geoutet. Nee. Nee, ich habe es vertuschen wollen, aber... Ja, macht ja nichts. Ne? Und, wo war er? Das Volk Gondor ist der Westfold nicht zu Hilfe gekommen. Also das Zitat oder der Spruch wurde getan, weil die Westfold keine Unterstützung vom Königreich Gondor, also in erster Linie mit Sitz des Truchsessen Denethor in Minas Tirith, der hat keine Truppen ausgeschickt, um der Westfold zu helfen. Steh da, hab ich was gelernt hier, aber sowas von. Aber das habe ich bewusst auch gewählt, weil die nächste Frage von Drum Dustin auch in die Richtung zielt. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, wir haben eine Tendenz hier für Klaus. Wann machst du ein Hörbuch vom Herr der Ringe?
Meine Frage. Das glaube ich, kann ich zielsicher beantworten, dass das wahrscheinlich nie stattfinden wird. Aber es ist schon richtig, ich bin da sehr affin. Also jetzt momentan, gerade jetzt bin ich so ein bisschen raus irgendwie. Ich müsste mal wieder lesen und auch so ein bisschen Grundlagenforschung wieder betreiben. Aber das Herr der Ringe ist schon irgendwie ein großes Thema für mich gewesen. Ja. Und eigentlich immer noch. Ja. Mhm. Kann man das als eine Art Hobby bezeichnen? Also beim Herr der Ringe kommen irgendwie viele Sachen zusammen. Also zum einen war Jim war ein irrer Herr der Ringe Freak, also echt. Der wusste auch alles. Der wusste, wie die Adler heißen, die Frodo vom Schicksalsberg gerettet haben. Und der wusste alles irgendwie. Ne? Ey, Herr der Ringe, jetzt komm. Ne? Und also er war da sehr affin. Da verbinden sich irgendwie aber auch so paar andere Dinge, also so das Interesse für Geschichte und das Interesse für Sprachen und das sich in so einem ich sag mal Dunstkreis so von Mythologie und solchen Sachen verbindet. Ne? Also ich stehe zum Beispiel auch total auf Vikings und sowas. Das ist jetzt so ein bisschen handfester irgendwie. Ne? Mhm. Aber da ist ja irgendwie immer abgesehen davon, dass natürlich vieles erstunken und erlogen ist, aber in diesem Vikings-Ding auch schon viel, also ein paar Personen hat es ja wirklich so gegeben und ein paar Sachen sind wirklich so gemacht worden. Ne? Und beim Herr der Ringe kommt halt irgendwie so dieses Fiktive noch dazu. Ne? Also ich habe dann auch eine Zeit lang wirklich Quellenliteratur ausgecheckt, die von der Tolkien gesagt hat, dass er sich darauf bezogen hat. Ne? Also mal die Kalevala lesen zum Beispiel, ne? Oder so isländische Sagas lesen, ne? Oder die Edda mal lesen. Macht man dann alles, ne? Ja, ich habe ja gerade gemerkt, ich habe da definitiv noch viel Nachholbedarf, offensichtlich. Ich kann mal aufmunitionieren, da treffen wir uns okay. Nochmal bei anderer Gelegenheit. Vielleicht müsste ich mal anfangen, überhaupt eins der Bücher mal zu lesen, bevor ich das nächste Mal Fragen zu dem Thema stelle. Schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste. Okay, dann mich persönlich interessiert einfach noch, was machst du so am liebsten, wenn du mal gar nicht mit Schlagzeug oder Musik befasst bist? Das gibt's doch hoffentlich wahrscheinlich auch mal bei dir. Und was ist dann so, womit beschäftigst du dich gerne oder was würdest du als Hobby bezeichnen? Also ich habe das, glaube ich, neulich schon mal in einem Podcast oder irgendwo in einem Livestream gesagt, dass meine Work-Life-Balance irgendwie einigermaßen beschissen ist. Und tatsächlich gibt's da nicht so besonders viel, ganz ehrlich. Also wir gehen gern spazieren, wandern irgendwie, ne? Und jetzt, wo du sowieso nichts großartig anders machen kannst, ist das eine ernstzunehmende Option. Und direkt hier bei uns hinter dem Haus fängt der Wald an und dann läufst du einfach stundenlang, bis du weißt, okay, da war ich schon mal und hier war ich noch nicht. Und das ist ein Thema. Ansonsten, jetzt wird's schon langsam finster. Ich koch gern, hat mir so zwischendurch so ein bisschen rausgehört und das habe ich eigentlich genauso wie es Schlagzeugspielen gelernt, so auf die Ochsentour und mit ausprobieren und aus Fehlern lernen. Und das ist schon irgendwie auch ein Thema und ich versuche regelmäßig zu lesen. Das ist so ein Thema. Ja. Okay, aber dann haben wir doch ein bisschen was gekriegt. Ja, ein bisschen was haben wir doch gefunden. Ja, sehr gut. Okay, eine kleine letzte Kategorie. Mhm. 5 Quickies mit Bo. 5 kurze Fragen mit der Bitte um 5 kurze Antworten. Also in diesem Fall einfach Entweder-Oder fragen. Mhm. Also ganz einfach. Geschaffelt oder gerade? Geschaffelt. Live oder Studio? Live. Mit Klick oder ohne? Ohne. Coated oder clear? Coated. Arena oder Club? Club. K
Ketchup oder Mayo? Kann ich beides ablehnen? Oder muss ich mich entscheiden, okay? Ketchup. Okay, sehr gut. Das war sogar Frage Nummer 6, habe ich gerade gesehen. Macht nichts, die schiebe ich ganz gerne hinten an. Aber ich sehe gerade bei dir im Hintergrund, der Hörer kann es nicht sehen, aktuell clear. Das ist richtig, genau, da ist clear. Das ist noch ein Altbestand vor UV1 irgendwie, den muss ich noch abspielen praktisch. Okay, aber grundsätzlich eher coated. Genau, also hier hat es dann schon wieder coated. Ah ja, okay. Gut. Okay, also von meiner Seite aus war es das. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank, aber jetzt hättest du die Möglichkeit vielleicht noch, wenn du magst, irgendwie Werbung in eigener Sache zu machen oder auf was hinzuweisen, was vielleicht anstehende Projekte sind oder irgendwas, was dir noch irgendwie wichtig wäre zu erwähnen. Was mir wichtig wäre zu erwähnen, ja, also ich ziehe ja irgendwie immer traditionell so an allen möglichen Stricken und meistens sind es ein paar zu viel irgendwie. Also momentan bin ich irgendwie ziemlich beschäftigt mit einer Plattform, die heißt Open Minded Drumming, die ich zusammen mit einem Schüler aus Polen eigentlich mache, mit Annika und Dom noch. Und da versuchen wir mal so ein bisschen andere Wege zu gehen, was Education angeht und auch so teilweise gewisse Nischen zu mal so abzudecken. Das beschäftigt mich momentan ziemlich irgendwie, weil dann zusätzliches Material noch generiert werden muss und so weiter. Das ist ein großes Thema. Also wenn mal jemand will, irgendwie openminddrumming.com gerne mal auschecken. Verlinke ich auch gerne. Hammer. Ansonsten, was gibt's jetzt neu? Ab Frühjahr wird's meinen Signature-Stock auch tatsächlich nicht nur bei mir zu kaufen geben, sondern bei allen möglichen Händlern, schätze ich mal irgendwie. Das wird gerade noch so ein bisschen ausgekartet. Da bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, dass wir bald wieder mit Flux mal wieder spielen können, ne, wenn der Zirkus mal wieder losgeht. Wenn es jemand gar nicht erwarten kann, es gab ein Album, das pünktlich zum ersten Lockdown erschienen ist irgendwie. und natürlich alle Termine irgendwie hinten runtergefallen. Flux on Earth. Gibt's auch eine Version ohne Schlagzeug, wer da mal Bock drauf hat, so auf den einschlägigen Plattformen einfach mal gucken. Findet ihr auch Links auf meiner Seite, klaushessler.com. Ja, ansonsten bin ich gerade dabei, an 3 Sachen zu schreiben. Das geht morgens früh los und hört abends spät auf. Und dann immer noch mal einen Podcast einschieben zwischendrin. Und dann mal noch einen Podcast zwischendrin, genau. Auch das noch. Richtig, auch das noch. Immer kommt ein Bo um die Ecke und nimmt dir deinen Feierabend, verschiebt deinen Feierabend. Nee, ich muss jetzt noch ich habe gerade außer meinem Collapsed Rudiments Buch, das wächst und wächst und wächst und ich weiß nicht, wo ich kürzen soll, habe ich noch so eine kleine Basel Trommel Suite, die jetzt fertig geworden ist, die muss ich eigentlich nur noch in Blei meißeln und dann rausgeben. Und dann gibt's noch ein Projekt mit meinem Freund Claudio Spieler zusammen, wo also Conacol und so Corvey-Zeug mit Rudiments und Pad praktisch sich verzahnt. Das heißt, es gibt ein Stück, so Duo-Stücke, wo du also auf der einen Seite Takedimi Takejuno, Takedimi Takejuno, ta di ta Takedimi da, di ta Takedimi da, di Takedimi da, Takedimi da, dimi da, ta. Diesen ganzen Dings und gleichzeitig dazu Rudiments mit diesen komischen, schrägen Strukturen dazu spielen. Und das muss ich selber gerade noch irgendwie alles erst auschecken. Also das ist aber schon auf einer netten Startbahn irgendwie. Da bin ich sehr gespannt drauf, was das wird. Okay, aber sehr gut angeteasert. Bin ich auch gespannt. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und vielleicht laufen wir uns ja bei den nächsten Teacher-Tagen dann mal, da bist du ja immer sehr busy, da bleibt nicht ganz so viel Zeit, aber vielleicht laufen wir uns da dann ja im Real Life mal wieder über den Weg. Würd mich freuen, wenn ich dich da so ein bisschen drauf festnageln könnte. Wenn es stattfinden darf, bin ich auf jeden Fall da, da gebe ich dir mein Wort drauf. Super, dann ich bezahle den ersten Kaffee. Sehr gut, alles klar, damit kriegt man mich. Okay, dann vielen Dank und schönen Abend noch. Jawohl, genau, so machen wir es. Ebenso. Ciao. Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles bitte
hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützt. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.